Hinter der Kamera ist immer so leicht zu reden. Was willst du? Jungs, chill, redet doch unter vier Augen. Pass auf, Jungs, ich schwör's, ich hau dich weg hier. Alles hier gut. Ist scheißegal. Hey, Jungs, mach hier nicht auf ist doch ein Image für beide schlecht. Chill. Mach hier nicht auf die Karte. Chill. Ich plan dich hier weg. Was für ein Kampfsport. Nicht was für ein Kampfsportler. Du bist doch derjenige, der vor der Kamera nur seine Fresse aufreißen kann. Kann er gerne machen. Wenn er vor mir steht, soll er aufpassen, dass er keine Schelle kriegt. Wenn er vor mir steht, soll er aufpassen, dass er keine Schelle kriegt. Wenn er vor mir steht, soll er aufpassen, dass er keine Schelle kriegt. Ach, die Kamera war wieder. Wie ist das denn nochmal gewesen mit, ich soll aufpassen, dass ich keine Schelle bekomme? Ich hab's doch bereits im Video gesagt. Hinter der Kamera ist immer so leicht zu reden. Was willst du? Jungs, chill, redet doch unter vier Augen. Jungs, chill. Alles gut. Scheißegal. Ey, Jungs, ist doch für Image für beide schlecht. Chill. Mach nicht auf die Karte. Chill. Ich plan nicht hier weg. Alles gut, Jungs, alles gut. Ach, redet doch unter vier Augen. Redet doch auf die Karte. Alles gut, Kamera. Alles gut. Ist klar? Scheiß doch auf die Karte. Jungs, ihr seid doch Kampfsportler. Von wegen, ich hätte den Schwanz eingezogen. Du wirst schon noch sehen. Du wirst es schon noch sehen. Sehen wir noch. Nicht hier. Ich bin doch total entspannt. Ich weiß doch gar nicht, wie ich aussehe, wenn ich nicht entspannt bin. Du kommst doch mit deiner Gang alleine. Was für eine Gang? Welche Gang? Deine Kamera ist nass. Du wirst schon noch sehen. Ich kämpfe jetzt meinen Kampf und danach wirst du sehen. Hör auf, so große Töne zu spucken hinter der Kamera. Ich bin doch hier. Was willst du? Lass mich mal los. Ich tue ja gar nichts. Was machst du? Du machst hier gar nichts. Was? Ich mache hier gar nichts. Ja, hinter der Kamera. Du willst mir sagen, was ich mache? Und jetzt, wenn du vor mir stehst, gar nichts. Ich stehe doch hier. Was willst du? Entschuldigung. Was willst du? Entschuldigung. Ich mache gar nichts. Was? Ich stehe mir vor. Entschuldigung. Was? Nicht hier. Bitte. Leute, wir müssen Polizei holen. Was für ein Kampfsportler. Du bist doch derjenige, der vor der Kamera nur seine Fresse aufreißen kann. Alles gut. Hallo, Kamera auf. Wie was will ich? Tu mal nicht so auf Gangster. Tu nicht auf Gangster. Ja? Ich möchte gerne. Du wirst schon noch sehen, Alter. Ja. Hallo. Mit deiner Gang bist du stark. Welche Gang? Versteck dich mal hinter deiner Freundin, ha? Entschuldigung. Reicht schon. Was? Jungs, ist doch gut. Klärt doch im Ring und alles ist gut. Ja, der will ja nicht kämpfen. Der will ja nicht in den Ring sein. Du hast so gar keine Ahnung. Vor meinen Fights kommst du immer mit, nutzt den Hype aus. Weil du selber so klein bist, deine Persönlichkeit ist so uninteressant, dass du mich brauchst. Ja, die ist so uninteressant, dass du mich brauchst. Vor meinen Kämpfen kommst du immer. Was versteck ich da? Was willst du eigentlich machen? Du bist mir so auf den Sack. Ja, genau. Spiel dich mal schön auf von der Ferne. Spiel dich schön auf. Genau. Wir werden uns auf jeden Fall noch im Ring sehen. Michael, weißt du, was du. Und er hat verstanden, worum es im Kampfsport geht. Das hat Mohamed Adala nicht. Er zieht jedes Mal eine Show ab vor meinen Kämpfen außerhalb vom Ring. Heute wieder im VIP-Bereich, hat meine Freundin mit reingezogen, zieht da seine Show ab und hat einfach keine Ahnung von Respekt. Das finde ich, es geht gar nicht. Und er sollte sich was schämen. In meinen Augen ist es einfach eine Fake-Bitch und eine Fame-Bitch. Kamera, bist du jetzt der YouTuber geworden? Hör auf, irgendeinen Scheiß zu labern. Steig endlich in den Rücken und gut ist. Junge, hör auf, dich vor die Kamera zu setzen und irgendeine Scheiße zu labern. Du stehst doch gerade hinter der Kamera, oder? Jedes Mal. Ja, aber du beleidigst einfach nur hinter der Kamera und hast dich. Was, beleidigen? Ja. Okay, wollen wir das gleich mal? An der Stelle. YouTuber geworden, oder was? Für YouTuber geworden? Wir haben jetzt eine Kamera. Du bist doch derjenige, der Aussage gehört von Michael. Lass mich doch mal los! Was ist doch? Wir haben hier ganz kurz, hinter der Kamera irgendwie Ansage gehört, wo er sagt, er würde auch im MMA-Käfig gegen dich antreten. Wäre das was, wo du Interesse dran hättest? Der will am liebsten Tischtennis mit mir spielen oder ein Eishockeyspiel machen. Aber ich würde gegen den Taekwondo kämpfen, Kickboxen, K1, MMA. Ich fordere ihn schon seit 2 Jahren heraus. Der ist einfach nach jeder Ausrede am Suchen, um nicht gegen mich zu kämpfen. Es reicht langsam. Du machst dich lächerlich, Fake-Champion. Ich glaube, du bist derjenige, der sich lächerlich macht. Du kannst dich nicht mehr normal artikulieren, du rastest hier aus, zieht das am ganzen Körper, ich weiß nicht, was mit dir los ist.
Schimmer ein bisschen. Ich raste nicht aus, aber wenn du hinter der Kamera mich beleidigst. Du stehst doch hinter der Kamera die ganze Zeit. Was sagst, ich soll aufpassen, dass ich keine Schelle kassiere, wenn du vor mir stehst oder wenn du mir über den Weg läufst und ich lustig darüber machst, dass ich verletzt bin, meine Seele gerissen habe. Erzähl keinen Müll, okay? Es reicht jetzt langsam. Für das mit der Verletzung, dafür habe ich mich entschuldigt. Das war scheiße. Ich habe mich emotional reagiert. Das gebe ich zu. Ja, das tut mir auch leid. Man macht sich nicht lustig darüber, wenn jemand verletzt ist. Das gebe ich zu. Aber ich lasse mir von dir nicht drohen. Du hast kommentiert, wenn du mich auf der FIBO triffst, soll ich mich warm anziehen. Ich lasse mir von dir nicht drohen. Ich habe keine Angst vor dir, falls du das meinst. Du hast mich damals auf der Bühne zum richtigen Zeitpunkt erwischt, wo es mir sehr, sehr schlecht ging. Wegen verschiedenen Faktoren, die du nicht nachvollziehen kannst. Ja, ein Kumpel von dir, der wusste warum. Der wusste, wie es mir geht. Rapper Sia, mit dem habe ich mittlerweile nichts mehr zu tun. Alles cool mit ihm, ja? Er wusste, was los war. Ich will einfach nur kämpfen. Diese ganze Heul-Susi-Geschichte interessiert mich nicht. Okay, klare Worte von beiden Seiten. Wir hören hier die Stimmung. Kocht auch in der Halle. Also nochmal, Schlussstatement von beiden Leuten. Könnt ihr euch vorstellen, MMA-Kampf hier im GMC-Käfig in Zukunft. Jederzeit. Yes, ich kenne erstmal meinen Fight und danach bist du basiert.